Hallo zusammen, heute möchte ich euch wieder eine Ausgabe Easy Rider vorstellen. Diesmal 2,1980, also Februar 1980. Hat 2,80 Mark gekostet und die ist diesmal sehr ja, Moped- und Mokik-lastig, sage ich mal. So, das fängt schon an, eine Werbung für eine Suzuki RV50 für das Minibike. Dann könnt ihr mal hier so das Inhaltsverzeichnis sehen, was alles drankommt in dieser Ausgabe. Und ein Schwerpunkt ist ein Test von 5 Kleinkrafträdern, 50 und kein bisschen leise. Hercules Ultra LC, KTM 50 RLW, Kreitler RS, Zündapp KS 50 TT Watercooled, Puch Cobra 6 GTL. Die werden hier verglichen, in gewohnt cooler Manier mit vielen großen Fotos, auch vor cooler Kulisse. Ja. Auch in Zukunft attraktiv mit 50 Kubik, kein Tempolimit, also nicht auf 80 reglementiert, wie dann demnächst die neuen Leichtkrafträder. Ja. Hat man die ganzen technischen Daten hier zum Beispiel von der KTM 50 RLW oder von der Puch Cobra 6 GTL. Die hat gekostet seinerzeit 3.895 Mark. Hier nochmal ein paar schöne Fahraufnahmen in Schräglage. Kreitler RS GS 3.650 Mark. Die Zünder bekam 3.666 Mark. Ja, fast schon Nostalgie. 50er Spurt, Hercules Ultra 2 LC. Ich glaube, das ist aber eine normale LC auf dem Foto in Rot. Die hat 3.850 Mark gekostet und dieses Modell hat hier nachgerüstet eine Vollverkleidung. Ja, dann geht's weiter. Einfach super klasse, diese neue Honda-Rasse. Da werden jetzt die neuen Mokiks von Honda vorgestellt, MT5 und MB5. Auch natürlich wieder tolle Fotos, Detailaufnahmen hier von der Cockpitverkleidung, Scheibenbremse, Motor, Auspuff im Profil nochmal. Kann man sehr schön sehen. Dann natürlich, ne, wie fast immer, wenn eine Enduro getestet wird im Easy Rider, dass einer ein Wheelie damit macht. Technische Daten sind für beide Maschinen ziemlich identisch. Die Preise 2258 D-Mark bzw. 2158 D-Mark. Die Enduro, die MT5 war ein bisschen billiger. Dann wurde hier getestet so ein Noble Mofa Malaguti Firebird. Auch da wieder in Wheelie-Pose. Das habe ich nie live gesehen, so ein Teil mit rotem Auspuff kenne ich eigentlich nur aus dieser Zeitschrift. Auf jeden Fall ziemlich extravagant für die Zeit. Und wir schauen mal hier auf den Preis. 1595 Mark hat seinerzeit Detlef Lewis importiert. Oh, das war gar nicht so ein teurer Preis, wenn man das mal vergleicht mit einer Herkules oder mit einer Zündapp. Ja, dann hier noch zeitgenössische Werbung von Hein Gericke. Kataloge habe ich ja auch schon mal vorgestellt. So, und dann war in der Ausgabe auch ein schöner Mofa-Katalog, wo alle gängigen Mofas alphabetisch vorgestellt wurden. In der Ausgabe fängt es an mit DKW 531, 535S. Seltene DKW Sportmofa wie so ein Hercules Hobbyrider, Hercules Prima 1, Prima 2. Dieses Sicherheitsmofa von Hercules mit Beinschildern und Verbandskästen. Die Klassiker Prima 4S, 5S, Prima 6 war schon Nobel mit der G3-Gabel und Blinkern. Hobbyrider HR2, die hat 1580 Mark gekostet. Ja, dann damals als Sportmofa Hercules Prima G3 für 1945 D-Mark, Moto Begehen.
Diese 151er kostete 1230 Mark, also recht preiswert. Ja, und dann ging es in der nächsten Ausgabe alphabetisch weiter. Dann schauen wir mal, was noch so kommt. Genau, dann wurde in der gleichen Ausgabe noch eine Aspes Navarro 50 RC getestet. Auch so eine schöne italienische Enduro als Mokik. Wieder sehr spektakulär in einer Höhle. Mit Blaudampf durch die Kältekammer wurde das betitelt. Ja, die Fotos sind nicht ganz so pralle, etwas duster. Aber man kann hier trotzdem im Profil mal die Maschine sehen. Und die hat gekostet 2440 D-Mark. Hier sind die technischen Daten. Und ja, dann gab es noch einen weiteren Kleinschildtest sozusagen. Die sogenannten Funbikes mit den kleinen Reifen, Spaßmotorräder. Wie der Name schon sagt, nicht nur zum normalen Fahren gedacht. An Frankreichs Mittelmeerküste konnten sie zeigen, was in ihnen steckt. Ja, da war zum einen die Yamaha Chappi, die Suzuki RV125, also kein Kleinschild. Die Yamaha Bob ist, glaube ich, auch kein Kleinschild, ne? Aber auf jeden Fall alles Dinger mit dicken Reifen. Hier sind die technischen Daten. Die Suzuki RV125 kam 3150 Mark. Die Yamaha Bob kam, haben wir da auch einen Preis? Ah ja, da 1717 Mark, aber 3 PS, also doch ein Kleinschild. Ah, und hinten drauf zum Abschluss noch Werbung von Herkules. Die Sache selbst in den Griff kriegen und schalten. Erster Gang, zweiter Gang zurück. Die Prima 5S brauchen Sie auch bergauf nicht zu treten. Und die hat auch noch einen richtigen Namen auf dem Tank: Herkules. Ja. So viel zur Ausgabe 2 1980. Sehr interessant für Liebhaber von Kleinschildern, Kleinkrafträdern, aufschlussreiche Tests. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut.